Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du wichtig für den Bau des Reiches Gottes auf dieser Welt. Weißt du, Gott wirkt durch uns, seine Botschafter, seine Kinder, um seinen Willen auf dieser Erde hervorkommen zu lassen. Er hat uns die Dinge gegeben, die wir gebrauchen sollen, um sein Reich zu bauen. Das kannst du dir wie Saatgut vorstellen. Er gibt es dir in die Hand und sagt, ich möchte, dass du es gebrauchst, um mein Reich zu bauen. Jeder von uns hat solches Saatgut von Gott bekommen. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Bei dem einen ist das vielleicht die Fähigkeit, Menschen zu betreuen und zu begleiten, seelsorgerlich. Für den nächsten ist es einfach Fürbitte. Der hat Spaß daran, Menschen im Gebet zu begleiten und durchzubringen. Für den nächsten Finanzen, für den nächsten, der kann vielleicht Bücher schreiben oder ist musikalisch begabt oder. Jeder von uns hat etwas, was er investieren muss in das Reich Gottes. Und sehr viele Menschen machen den fatalen Fehler, dass sie dieses kostbare Saatgut nicht gebrauchen. Sie investieren es nicht. Sie lassen es irgendwo liegen, aber sie streuen es nicht aus, um das Reich Gottes zu bauen. Vielleicht bewahren sie sich es auch mal auf für schlechtere Zeiten. Aber das ist Unsinn. Du musst das Saatgut jetzt nehmen und jetzt ausstreuen, um jetzt das Reich Gottes zu bauen. Wenn du es nicht tust, ist es eine echte Unterlassungssünde. Investiere das, was Gott dir in die Hand gegeben hat, um sein Reich zu bauen. Und dann schau, dass es wächst, bewässer das Feld, sieh zu, dass es hervorkommt und dass Ernte entsteht. Ernte für das Reich Gottes, die eingebracht werden kann in die Scheunen des Herrn. Beispielsweise evangelistische Aktivitäten von entscheidender Bedeutung. Wart nicht auf morgen, tu es heute. Sprich heute mit Menschen, sprich sie heute an. Jesus sagt im Bild vom vierfachen Ackerfeld, bringt er diesen Vergleich zwischen dem Wort und dem Samen. Und etwas ganz Ähnliches finden wir auch bei Jesaja. Da heißt es, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gott gibt dir Samen und er möchte, dass du ihn investierst zum Bau des Reiches Gottes. Er möchte, dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass es Frucht bringt, dass das geschieht, wozu er es gesandt hat. Der Samen ist das, was Gott dir an Talenten und Fähigkeiten und Gaben und Zeit und Möglichkeiten anvertraut. Und wenn du denkst, du hast nichts, dann bist du im Irrtum. Denk einmal darüber nach, was Gott dir gegeben hat, was du gebrauchen kannst, damit sein Reich gebaut wird. Investiere das, was Gott dir gegeben hat, und du wirst sehen, Gott hat viel mehr für dich.